tot. Diese Kinex haben mein Zimmer zu einer Shisha-Bar gemacht. Egal, auf jeden Fall, Leute, ich muss euch heute mal in diesem Video einfach die Wahrheit. Nicht einfach mal meinen Sippe sehen. Ach, du Schlingel! Ich muss euch heute mal die Wahrheit erzählen über meine letzte Uni-Klausur. Ich habe wirklich gelernt wie ein Haiwan. Ihr habt es in dem Vlog gesehen. Ich habe durchgezogen. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, so, ne? Aber auf einmal, ich krieg so Ticks. Ich bekomme Paranoia. Ich krieg so Verformungen. Ich bin auch ehrlich, ich habe Sammy angerufen. Ich habe Sammy, ich kann nicht mehr. Ich habe so Zuckungen bekommen. Ich habe nachgeguckt. Studium abbrechen. Ausbildung zur Gogo-Tänzerin oder sonst was. Ich habe einfach geguckt, was kann ich alternativ machen. Ey, Bruder, erzähl mir auch diese eine, wo die dann Geld gegeben haben. Ah, das ist normal, Bruder, das war doch, Mobile Legends Adventure ist ein entspannendes Mobile-Rollenspiel mit einem sogenannten Idle-Gameplay. Das Spiel ist so gechillt, dass du sogar offline belohnt wirst. Und in den verschiedenen Spielmodi erhaltet ihr einzigartige Dungeons, Labyrinthe und mysteriöse Rätsel. Es gibt mehr als 70 Helden aus 7 verschiedenen Fraktionen, von denen jeder eine eigene Persönlichkeit hat. Und ich hab mich in Bartes verliebt. Er ist als Tank immer an der vordersten Front und verteilt dicke Tockerts, Bruder. Mobile Legends Adventure hat sogar ohne mich schon 22 Millionen Downloads überschritten. Und es wurde noch nie Fake-Streams gekauft. Und jetzt im April findet da das sogenannte Vater Morgana Abgrund Halbmond-Event statt, bei dem es kostenlose Helden und Premium-Beschwörungsrollen gibt, welche die Leistungen deines Teams steigern. Und je stärker dein gottverdammter Squad, desto besser die Belohnungen. Hey, und behalte dich, weil so eine Selina wartet hier auf dich, aber nur kurz, also melde dich einfach an. Lade Mobile Legends Adventure jetzt kostenlos herunter, damit du die geile Selina bekommst und in den ersten 7 Tagen 50 Beschwörungen dazu. Mach dazu einfach die Mission im Spiel, Mann. Mit meinem unkomplizierten, leicht zu merkenden Code CP3I kriegen Spieler zusätzlich umsonst 5 Beschwörungsrollen. Guck mal, ich zeichne jetzt einmal hier meinen Namen. Ich mache jetzt sehr, ich beschwöre jetzt was. Guck mal, so. Oh, korrekt. 5 Sterne, Baba. Ich habe hier einmal diese Wan-Wan. Das ist so eine, die beachtet alle eure Feinde. Und die gibt dir Debuff. Oder keine Ahnung, was das heißt. Und ich habe hier noch so einen anderen Charakter. Das ist dieser Tammus. Das ist richtig Radar. Das ist so ein Panzer. Der ist von dieser dunklen Fraktion. Und ihr könnt zeichnen, was ihr wollt. Ein Kalle und so. Dies, das. Und ihr kriegt auf jeden Fall immer irgendwas. Was die einfach? Ey, Leute, lautet sich herunter. New Adventure, New Legend. Bei der Klausur war das nämlich so, ihr habt 6 Monate lang habt ihr ein Seminar zur englischen Literatur und 6 Monate lang habt ihr ein Seminar zur britischen Literatur. Dann habt ihr noch Tutorien, sprich, ihr müsst ein Jahr lang euch auf diese Klausur vorbereiten. Was macht so ein dummer Kenneck wie ich? Ja, er versucht diese Klausur innerhalb von 2 Wochen zu schreiben, ohne ein einziges Mal da anwesend gewesen zu sein. Ich weiß nicht, wer die Professoren waren oder sonst was. Und ich wusste, dass es für die Studenten, die aus dem Corona-Semester kommen, die hatten 10 bis vielleicht 20 Texte sogar weniger. Und ich schreibe den Professoren auf korrekt, ja, ey, Corona-Semester, wie sieht denn die Liste aus, was mussten wir da nochmal lesen? Die sagen, ja, sie kriegen die Liste aus ihrem Jahr, wo sie sich an der Uni eingeschrieben haben, 2014. 2014, aber Ex-Moslem noch Moslem, Bruder. Ich dachte mir so, für mich gelten doch auch diese Corona-Bedingungen. Corona war sogar schon in mir drin, obwohl ich nicht mal so eine will. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Limoheim, scheiß drauf, noch gar nicht diskutiert. Insgesamt 57 Texte für diese Klausur, plus die ganzen Epochen. Depressionen, Tränen sind geflossen, ich hab geweint, ich war am Ende. Mama, ich hab doch aber gelernt, ne? Ich bin einfach schwach geworden, ich hatte keine Kraft mehr, keine Nerven mehr, Leute. Oder egal, du studierst doch eh schon seit 500 Jahren. Ob du jetzt noch 600, 700 Jahre studierst, erlebt keiner mehr mit, wenn du dein Studium fertig hast. Auf jeden Fall, Tag der Klausur kommt, Leute. Ihr habt eine mündliche Prüfung, 15 Minuten lang. Ich frag so einen Kollegen von mir, so einen Allmann, der die Prüfung schon bestanden hat. Die Prüfung ist voll entspannt, du kommst da rein, die fragen dich, welchen Text fandest du am interessantesten, dann fängst du an zu reden. Ich dachte mir, ja, Mann, das klingt voll pädagogisch so. Leute, ich gehe in die Prüfung rein und da sind 2 Professoren, die mich prüfen. Beide über 50. Und da war es schon ein bisschen schwierig mit der Konzentration. Das war erster Tag vom Ramadan. Noch schwieriger, aber ich habe trotzdem Alhamdulillah Fasten durchgezogen und so. Aber ich habe so diese Frauen angeguckt, ich glaube, Fasten war ein bisschen gebrochen. Aber Bruder, egal, verstaucht. Fasten war verstaucht. Und ich sag euch jetzt ganz ehrlich, Leute, als diese beiden 50-jährigen Professorinnen vor mir standen, habe ich mir die Frage gestellt, ob die jetzt wirklich mein Englisch prüfen wollen oder meinen inneren Iman. Hinter der Professorin, ich sehe so ihre Räume. Bei denen im Raum stehen nur Bücher. Bro, ich habe doch keine Chance gegen euch. Du hast doch mehr Bücher, als ich Blutkörper habe. Das ist doch schon zu krank.
Ich habe meinen Playbutton, ihr habt gesehen, extra aufgegangen und habt gesagt, ja, was hast du denn für ein schönes Ding da im Hintergrund? Ich hatte aber auch irgendwo Angst, weil ich dachte, stell mal vor, die sagt jetzt, ist das nicht der Playbutton von Unge? Warum habt ihr noch nicht Unge durchgefallen, Snap? Auf jeden Fall, Leute, dann sitze ich in der Prüfung. Entscheidende Frage. Kommen Sie aus dem Corona-Semester oder aus welchem Semester? Und ich bin natürlich wie immer ehrlich, ihr seht mein Gesicht, ich bin keiner, der lügt. Ich habe ein vertrauenswürdiges, glaubwürdiges Gesicht. Ich sag ja, ich bin aus dem 2018er Semester. Okay, dann habe ich mich umgedreht, hatte ihr Bein so hochgehoben. Hat sich so ein Ding umgeschnallt und hat mich einfach... Nein, Spaß. Und was machen die Professoren? Die fangen nicht an mit, ja, was fandst du am interessantesten? Die sagen dann, ja, die Kolonialisierung der amerikanischen Geschichte. Wenn wir doch jetzt mal gerade uns auseinandergesetzt haben mit der Colonial Era. Alles auf Englisch, Leute, ne? Ich denke mir noch, diese Meme kam in meinen Kopf, diese Coffin Dance. So ein scheiß Nachbar von mir, so ein kleiner Marok, sagt, ey Bruder, Walla, wenn Klausur zu schwer wird, geh einfach da rein, setz dich hin und sag einfach, Walla, keine Ahnung, und gehst einfach raus. Und ich sitze da und ich sag irgendwie, ja, Thomas Jefferson, das war der dritte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, sagt die, genau, was braucht man denn, um ein Präsident zu werden in den Vereinigten Staaten von Amerika? Und ich sag ungelogen so, ja, Menschen, ein Student. Ich sag Menschen. Die gucken mich beide so an, die Professorin, ne? Die Professorin, die lacht. Und ich hab mir so, jawohl, die lachen, ich hab geschafft. Und hat mein Kopf mir, Bruder, du bist gerade auf YouTube. Du bist gerade in einer Klausur von deiner Uni. Ich denk mir, scheiße, die lachen, weil ich dumm bin. Wisst ihr, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe? Als wäre gerade Pumping Monkey vor mir und ich wäre irgendwo in Frankfurt bei einer Straßenumfrage gelandet. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 1394. Und jetzt überlegen Sie doch mal. Und dann kommt die weiter. Was war denn mit der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten? Ich sag dann irgendwann so, ja. War doch früher diese Unmenschen, diese mit diese, wie heißt es nochmal? Na, doch fang an, irgendwie die puritanische Glaubensvorstellung und die angloamerikanische. Dann stellt die mir irgendeine Frage, ja, das Gedicht. So, what can you tell us about the poem? I wonder as a lonely cloud. So, Bruder Michael Adrian, ich hab ihn abtönen gehabt, dass du jetzt noch mich prüfst in der Klausur. Leute, subhanallah, ich glaube, das war halt Ramadan, weil Energie von Vollmond war da. Ich sag einfach. So, the grass in the poem is like a metaphor for... Ich war richtig auf LGBTQ-Fahne hochgehoben. Und die sagen, ja, ja, ja. Und dann dachten die, ich bin jetzt krass. Jetzt können wir dem wieder endlich Fragen stellen. Jetzt geht's ab. Jetzt wird der Student ja richtig aus sich rauskommen. Und dann kommt die mit einer Frage. So ein Jaro hat die mir reingeschoben. Ich dachte mir, Bruder, soll ich doch deinen Finger draufsetzen? Und du schiebst einfach auf trocken rein. Was soll ich machen? Und dann habe ich einfach gesagt, so, what do you actually think? So, a stream of consciousness that I saw on Sam. Oder dann habt ihr gemerkt, die Professorin, okay, der kann ein bisschen. So, und dann sagt die eiskalt, so, ihre Zeit ist abgelaufen. Wir beraten uns kurz und wir sagen Ihnen gleich, ob du bestanden haben oder nicht. Und dann kommt die rein, sagt die, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Das war ja mal wirklich ganz knapp. Und ich denke mir, Bruder, du hast gar nicht schon zugehört. Und dann fängt die an zu labern. Man merkt, dass sie gelernt haben und sie haben auch sehr viel Wissen. Was aber sie als Student unbedingt lernen sollten, ist ihr Wissen zu strukturieren. Und anstatt, dass ich leise bin, ist so, ja, aber wissen Sie, eigentlich hatte ich ja damit gerechnet, dass wir das Ganze so und so angehen. Und mein Kopf sagt, das ist kein Placement, du musst niemanden überzeugen, halt deine Schnauze, nimm die 4 mit. Und ich so, hab sogar dieses Buch gekauft, weil es mich interessiert hat, weil der Transzendentalismus. Und ich hab gesagt, Bruder, was für ein dir Zeug, halt deine Fresse. Und die, ja, oh, das haben sie sich gekauft. Und ich hab, Bruder, warum habe ich jetzt noch Gespräch mit der angefangen? Und dann, Bruder, wird doch gar nicht was bestanden, was, wenn die jetzt irgendwas fragen? Und dann hab ich irgendwann auch meine Fresse gehalten. Und dann habt ihr ja gesehen, was passiert ist. Ich hab mich von meinen Jungs so feiern lassen, als hätte ich das erste Staatsexamen Jura geschafft. Aber Leute, sag ich ganz ehrlich, ich habe gar nicht diese Instagram und so vermisst, so diese digitale Welt habe ich gar nicht vermisst. Ich will einfach ein Transzendentalist werden, das habe ich mir gemerkt, Bruder. Ich glaube sogar mit 30, 35 irgendwann, ich werde voll der langweilige Mensch, Alter, Wallah. Ich schwöre, ich habe verheiratet, bin so Marokkanerin, ich wurde gezwungen, von meiner Mutter Marokkanerin zu heiraten. Ich werde in die Natur fliegen, Bruder. Ich werde mir da einen runter, meine Frau mit einem Eichhörnchen betrügen oder so. Ne, auf jeden Fall Spaß beiseite, aber das mit betrügen, glaube ich, weiß ich nicht, Bruder, ein schaler Spaß. Ich kann gut scheiße labern, Bruder, kann man heute zu. Ich mag das, Mann. Man merkt nicht, dass ich Corona geballert habe. Da, Ausgangssperre.